Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe hier Dannys Kindheit auf dem Tisch stehen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses großartige Tauschpaket hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch herzlich willkommen an alle, die jetzt neu einschalten. Hi, ich bin Claudi, ich mache hier hauptsächlich Blödsinn auf dem Kanal, nein. Beauty, aber auch den ein oder anderen Blödsinn tatsächlich. Ja, okay, der Versprecher war gar nicht mal so verkehrt. Ich habe einfach Spaß daran, das zu machen, was ich mache und versuche die Welt ein bisschen bunter zu gestalten, indem ich mich bunt anmale und das halt auch in die Welt hinaus posaune. Und ja, hier bekommt ihr halt Schminkreviews, ihr bekommt Unboxings, sehr bald auch ganz viele Adventskalender, Hauls, Reviews, dies, das, Ananas und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr super gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr auch nichts verpassen möchtet von mir. Genau. Der liebe Danny ist ja tatsächlich ein Kollege, mein Verleger und auch ein Freund von mir und ich habe ihn jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal sehen dürfen. Ich habe mich so gefreut, als ich auch auf dem Launch-Event von Maxim mit Riva Loves Me, beziehungsweise Rossmann. Und da war Danny natürlich auch mit dabei und ich habe mich so gefreut. Es war so ein schönes, herzliches Event und ach Gott, ich werde da jetzt echt wochenlang dran zieren, weil das so, so angenehm war. Und ja, Danny und ich hatten uns auch schon im Vorfeld überlegt, dass wir demnächst mal wieder ein Tauschpaket machen möchten. Und zwar sollte es um 10 Kindheitserinnerungen gehen. Also Dinge, die uns so an die Kindheit erinnern, die uns wieder so ein bisschen zurückführen. Und ja, wir sind beide aus dem gleichen Baujahr, 89. Und da bin ich sehr gespannt, ob das mit dem übereinstimmt, wie ich so meine Kindheit erlebt habe. Also zum einen sind wir ja sehr weit voneinander aufgewachsen. Also im Prinzip ja, einmal quer durch Deutschland. Und ja, ich bin sehr gespannt und er ist in der Stadt groß geworden, ich auf dem Land, aber ich glaube, die ein oder andere Hype-Geschichte gab es doch überall, oder? Ich starte jetzt einfach mal und ich sehe einfach, dass Danny das alles eingepackt hat in Geschenkpapier. Also Danny, danke. Ich glaube, das war ein Kampf für dich und ich rechne dir das sehr, sehr hoch an. Wow, echt krass. Hier habe ich erstmal einen Brief, der sich sehr schwer anfühlt. Für Claudi mit einem Herzchen aus dem Pelletier Verlag. Übrigens, dort findet ihr auch meine beiden Bücher. Sammy endlich ankommen und Hallo Mr. Bauchi, mein Schwangerschaftstagebuch. Ich freue mich drauf, ich sag's euch. Schön, dass es dich gibt. Ja, definitiv. Egon auf Reisen, also Egon das Käsemonster 2. Das wird jetzt sehr, sehr bald nämlich erscheinen. Ich bin so gespannt drauf. Hier bin ich. Da ist auf jeden Fall Hallo Mr. Bauchi zu sehen. Ist das nicht süß? Das ist nämlich der aktuelle Flyer. Genau, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Da habe ich euch die ganzen Geschichten auch verlinkt, die ganzen Bücher, dass ihr dort auch hinkommt. Ach, und der Podcast und. Hier geht die Party halt hart ab, ne? Okay, hier habe ich meinen Brief. Und er ist lang mit Erklärungen. Oh, wie geil ist das denn? Hallo Claudi, ich freue mich mega auf unsere gemeinsame Reise in unsere Kindheit-Jugend. Mein Tauschpaket heute wird dich ebenfalls durch die ersten Jahre meines Lebens führen, wo ich dir gerne einige Highlights bzw. Erinnerungen zeige. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Alles Liebe, Danny. Hier die Erklärung, immer erst das Paket öffnen. Okay, ja. Dann gucken wir mal. Was ist denn die 1? Hier ist die 7. Okay, das ist 1. Ich tippe auf Lego. Oh, bitte lass es Lego sein. Geil. Okay, erst das Paket öffnen. Das ist übrigens das Geschenkpapier und ich feiere es. Da wird mein Freund sich definitiv drüber freuen, dass es Lego ist. Ja, er wird sich freuen, weil er darf es zusammenbauen. Wie cool bist du? Lego Creator, ab 6 Jahren geeignet und da kann man halt 3 verschiedene Sachen draus bauen. Da hat er auch schon das ein oder andere Haus aus dieser Reihe. Ich glaube, damit mache ich ihn glücklich. Er hat mich eben auch gefragt, sag mal, was soll ich eigentlich machen, wenn du gleich oben am Film bist? Ich kann nicht Rasen mähen, das geht hier auf den Keks. Ne? Er kann hier oben nicht handwerken, das ist zu laut. Das erste Paket, das mich während meiner gesamten Kindheit begleitete, war etwas ganz Besonderes. Obwohl wir finanziell nicht gut gestellt waren. Oh mein Gott, du hast sowas Emotionales reingepackt. Oh mein Gott. Ich habe total nüchterne Erklärung gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, war meine Mama stets darauf bedacht, meine Spielkiste mit neuen Spielsets zu füllen. Trotz unserer beschränkten Mittel schaffte sie es, oh Gott, schaffte sie es immer wieder, mir Freude und unvergessliche Momente zu schenken. Meine Spielkiste wurde zu einem Schatzkästchen voller Erinnerungen und Abenteuer, das meine Fantasie beflügelte und meine Kindheit zu einer zauberhaften Zeit machte. Ach Mann, Danny.
Es wird emotional. Ich hab nicht mit Emotionalität gerechnet, ich sag's dir. Gehen wir auf die Suche nach der Nummer 2. Die ist auch mit dabei. Das fühlt sich jetzt aber... Das ist ein Buch, definitiv. Oh, du hast es so liebevoll eingepackt. Du hast das alles mit... Ich hab... Was ist das denn? Wie süß. Von Irina Korshunov. Wenn ein Unugunu kommt. Okay, was ist das denn? Eines Sonntagnachmittags klingelt es bei Eddie und seinen Eltern und ein Unugunu kommt ins Wohnzimmer gewatschelt. Auf dem bequemsten Sessel sitzt es nun da, dick und aufgeblasen wie ein Luftballon. Eine schreckliche Zeit beginnt für die Schnurrs. Das Unugunu kommandiert und isst und kommandiert, aber sind die gelben Wolken, die es drohend ausstößt, wirklich giftig? Wie süß! Oh Gott, ich bin ganz gerührt, ich sag's dir. Dieses Buch aus meiner Kindheit ist unvergesslich für mich. Die fesselnde Geschichte hat meine Fantasie beflügelt und ich verlangte immer wieder danach, dass es mir vorgelesen wurde. Die Charaktere und Abenteuer darin fühlten sich wie alte Freunde an und die Magie der Seiten bleibt in meinem Herzen lebendig. Es ist ein Schatz, den ich für immer bewahre und vielleicht eines Tages meinen eigenen Kindern vorlesen werde. Oh du, hier habe ich jetzt die Nummer 3. Irgendein Set oder so. Nein, wie geil ist das denn? Die kenne ich auch noch aus meiner Kindheit tatsächlich. Wie geil. Hat es dir, lieber Danny, genauso viel Spaß gemacht wie mir, diese Sachen tatsächlich auch rauszusuchen und zu shoppen? Ich lieb's. Tatsächlich musste man manche Sachen nämlich so in Zweiersets oder so kaufen. Dann habe ich auch immer was davon behalten. Feier ich. Oh Gott, ich habe diese Fliege auch gekannt und gemocht. Und der hat mir direkt einfach mal 5 Stück davon geschickt. Und ich glaube, manche davon konnte man auch wirklich anmalen. Manche waren bedruckt. Da bin ich gleich. Ich mache mal gleich einen zusammen, Leute. Das gucken wir uns zusammen an. Diese günstigen Flieger vom Kiosk sind mir noch gut bekannt. Mein Vater brachte sie mir oft mit und wir ließen sie gemeinsam im Garten fliegen. Es waren wundervolle Erinnerungen an unbeschwerten Spaß und Zeit zusammen. Oh. Dann bauen wir 4 zusammen. Das ist dieser hier. Oh, die waren vor allem auch richtig gut, ne? Die sind richtig gut geflogen. Okay, wie ging das noch? Ich glaube, die musste man einfach durchstecken, ne? Also quasi hier diese Sollbruchstellengeschichten rausnehmen. Kannst du hier durch. Und dann hier hinten. Die hatte man noch damals auch in dieser Yps manchmal mit drin, ne? In dieser Zeitschrift. Vorne, dass die Spitze nicht kaputt geht, wenn das irgendwo anlutscht, weil die, wie gesagt, sehr gut fliegen und auch gerne mal aus dem Fenster geflogen lassen wurden. Und da kann man auch den Propeller gut dran befestigen. So geil. Okay, Leute, macht euch auf das krasseste ever gefasst. Das Ding, das dreht sich hier eigentlich auch noch, ne? Okay. Ich lieb's. Okay, das muss ich noch mal ein bisschen üben. Aber mega cool. Vielen, vielen Dank. Wird Spaß machen. Also da können wir uns noch ein bisschen austoben. Echt cool. Das war die Nummer 3. Weiter geht es hier mit der Nummer 4. Und das fühlt sich vom Format her und von der Größe an wie eine CD oder DVD. Nee, CD. DVDs gab es noch nicht. Da gab es VHS-Kassetten. Hast du hier irgendwo eine... Nee, das ist von der Größe her nicht. Ich hätte auch tatsächlich, glaube ich, keine Möglichkeit mehr. Doch, bei meinem Papa. Da haben wir noch einen Kassettenrekorder. Geil. Die 3 Fragezeichen und der tanzende Teufel. Wie scharf. Sehr cool. Das ist ja richtig cool. Die Serie Diebstähle in Rocky Beach und jedes Mal fehlte einer jener verbreiteten schwarzen Bordkoffer. Die 3 Fragezeichen nehmen sich dieses ominösen Falls an. Und immer dann, wenn sie gerade eine neue Spur verfolgen, taucht die unheimlich reale Gestalt eines tanzenden Teufels, eines Dämons aus einer fremden Kultur mit schrecklichen Drohungen und Feuer und Rauch auf. Sehr, sehr cool. Die 3 Fragezeichen habe ich damals nie gehört, weil mir das zu gruselig war, bin ich ehrlich. Ich war so dann eher Hanni und Nanni, Bibi und Tina, die Kinder vom Süderhof. Ne? Das waren dann so meine Safety-First-Serien. Okay, dann gucke ich mal, was du dazu geschrieben hast. Die 3 Fragezeichen als Kassetten wären prägend für meine Kindheit.
hätte ich aber eher Benjamin Blümchen für dich gehabt. Eine bestimmte gruselige Folge habe ich mich nie getraut, alleine anzuhören. Genau die, die ich dir geschickt habe. Siehste, genau deswegen habe ich mich nie getraut, die generell anzuhören. Ihre Abenteuer haben meine Fantasie beflügelt und mein Interesse an Detektivgeschichten geweckt. Oh ja, da schaut auf jeden Fall mal bei Danny im Pelletier Verlag vorbei, denn da findet ihr definitiv für interessante und coole Genres unterschiedliche Bücher. Ich glaube, hat er mir gesagt, 35 Bücher oder so hat er schon herausgebracht. Das ist so, so krass. Ich ziehe meinen Hut davor, ne? Okay, weiter geht es mit der Nummer 5. Die habe ich hier. Das ist auch ein Buch. Es fühlt sich an wie ein Buch. Hier habe ich ein Einband und hier habe ich Seiten. Oh mein Gott, ja, Dragon Ball. Stimmt, die waren falsch rum, ne? Die musste man falsch rum lesen. Ein Comic, wie geil ist das bitte? Ja, das Geheimnis der Drachenkugeln. Ich war eher so Team, also Digimon habe ich noch geguckt, Pokémon habe ich geguckt. Das war so meins. Aber Dragon Ball war nie meins. Nie. Da habe ich gar nicht into it, überhaupt nicht. Aber witzig, ne? Da musst du von hinten nach vorne, von rechts nach links. Das ist ja aus dem asiatischen Bereich. Und hier sind wirklich die Comics drin. Ich glaube, da wird mein Freund sich vor allem drüber freuen. Richtig, richtig cool. Dragon Ball war eine meiner Lieblingsserien. Täglich von 19 bis 20 Uhr verfolgte ich gespannt die Abenteuer auf RTL. Vorher lief immer King of Queens. Auch das war tatsächlich gar nicht meins, ne? Es war ein Highlight meines Tages und ich fieberte bei jeder Episode mit. Die Serie hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen und schöne Erinnerungen hinterlassen. Das glaube ich wohl. Also sowas hat ja auch irgendwie immer so eine Moral mit dabei und auch irgendwie die tieferen Gedanken, ne? Finde ich cool. Dann habe ich hier die Nummer 6. Das ist was zum Naschen. Das fühlt sich wie Naschen an. Ich glaube, das ist was zu essen drin. Oh ja! Okay, da sind wir uns sehr, sehr einig mit dieser Kindheitserinnerung. Definitiv. Denn da habe ich mir tatsächlich auch ein paar Tüten von bestellt. Und die sind auch unten und die mag ich tatsächlich gerne. Mein Freund traut sich nicht dran, aber Besuch von uns nascht die auch ganz gerne und lässt sich auch gerne in die Kindheit zurückversetzen. Es ist einfach großartig. Also Center Shocks, ihr wollt sehen, ne? Center Shocks sind einfach so eine Kindheitserinnerung. Allein jetzt, wenn ich nur dran denke, zieht sich alles in meinem Mund zusammen. Ich nehme jetzt auch einfach mal Hidden Apple. Es riecht hier schon mal raus, ne? Wir gönnen uns hart. Und sie beißt einfach direkt drauf, ne? Trotzdem. Es ist sauer. Aber voll lecker. Sauer macht lustig. So lange beißen, bis man das Süße bekommt. Oh. Und das sind Kaugummis, mit denen kannst du eine super Blase machen. Es wird süß. Kennst du die noch? In der Schulzeit gehörten diese ekligen Dinger immer zu Mutproben dazu. Bäh. Mhm, definitiv. Dann haben wir hier die Nummer 7 und das ist riesig. Da habe ich eben schon gedacht, so holla, was ist das denn? Eine Rassel? Oder ist das ein Dauerlutscher? Das wäre natürlich ein bisschen krass. Nein, so groß geht gar nicht. Und das ist ja auch, da ist ja irgendwas drin, ne? Mal gucken. Oh ja, es ist tatsächlich ein Chupa Chups. Richtig cool, vor allem mit Melone, mit Apfel, mit Erdbeere. Fruity Flavors, richtig geil. Mit Kirsche, Orange, Limette. Hier steht es auch nochmal drauf. Da sind 10 Stück drin, wie cool. Mega, also die werden hier auch definitiv gegessen. Feier ich. Das ist hier nochmal zugeklebt, das werde ich auseinanderfusseln. Und dann habe ich hier 10 Lollis drin. Ich lieb's, voll gut, vielen, vielen Dank. Was hast du dazu geschrieben? Lutschst du gerne? Hallo? was wäre eine Kindheit ohne diese Lollis gewesen? Definitiv. Wie oft haben einen auch die Lehrer angepumpt, wenn man die einfach nicht schnell genug in der Pause aufgegessen bekommen hat und die dann noch schnell, ne? I feel it, absolut. So, was haben wir jetzt hier? Das ist 9, 10 und hier habe ich die Nummer 8.
dann habe ich die Kindheit von Danny komplett auf meinem Tisch liegen. Das ist auch ein Buch, definitiv. Time to Grow. Das ist ein Reinschreibbuch. Oh, das ist ein Tagebuch. Das ist definitiv ein Tagebuch. Wie schön. Mag ich. Habe ich damals auch geführt. Sehr, sehr geil. Und wie schön das einfach ist. Das muss ich noch mal kurz an dieser Stelle erwähnen. Guckt euch das mal an vom Einband her. Sehr, 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 sehr schön. So Gold, Embleme mit diesem Blau dabei. Blau passt, ne? Blau ist ja auch seine liebste Farbe. Und dann haben wir linierte Seiten hier drin. Das ist ein Tagebuch. Oder halt auch ein Buch, wo ich jetzt hier meine Gedanken für YouTube immer wieder reinschreiben kann. Ne? Sowas habe ich auch tatsächlich hier in meinem Tisch liegen. Das Tagebuchschreiben war für mich früher ein fester Bestandteil meines Lebens. Meins auch, weil ich hatte damals einfach nicht die Möglichkeit, irgendwem groß, ich fange gleich an zu heulen, ey, groß meine Gedanken mitzuteilen oder meine Gefühle mitzuteilen. Und dann habe ich das ins Tagebuch geschrieben. Täglich habe ich meine Erlebnisse und Gedanken aufgeschrieben. Heute wäre es mir wohl peinlich, wenn jemand mein Tagebuch lesen würde. So persönlich sind meine Einträge. Same, same, same. Ich habe irgendwann mal im Teenageralter meine ganzen Tagebücher genommen und sie verbrannt. Tatsächlich, weil da so viele Sachen drin standen, wo ich gedacht habe, wenn das irgendwer liest, ich möchte die Menschen nicht verletzen, über die ich dort geschrieben habe, halt auch super viel über meine Familie, über meine Eltern und ich möchte es selber halt auch nie wieder lesen. Und dann habe ich gesagt, nee, diese Bücher sind für niemanden bestimmt und deswegen werden die verbrannt. Zack. Und das hat auch sehr, sehr gut getan. Das war ein sehr befreiendes Erlebnis. Dann habe ich hier einmal die Nummer 9 und die fühlt sich an, als wäre da irgendwas Stoffmäßiges drin. Schaut auf jeden Fall bei Danny Möbben auf seinem Kanal vorbei. Ich blende euch hier mal die Uhrzeit ein, zu wann er das hochladen wird. Ja, wenn ihr meine Kindheitserinnerungen in seinen Händen sehen möchtet, bin ich nämlich auch super gespannt drauf. Fonti, Gay Pride, Regenbogenfahne. Nein, wie geil ist das denn? Ja, klar. Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch eine Riesensache für dich gewesen, sicherlich. Das zu entdecken und zu erleben. Ja, absolut. Wir haben jetzt leider keinen Fahnenmast, sonst würde ich die aufhängen. Definitiv und sehr, sehr sicher eine große Erinnerung von dir, beziehungsweise etwas, was deine Kindheit, dein Aufwachsen, deine Entwicklung generell geprägt hat. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, was du mir gleich dann dazu schreiben wirst. Upsala. Hätte ich dir von mir auch mit reinpacken können. Genau. Ganz klar, mein Coming Out in meiner Jugend war eines meiner wichtigsten Ereignisse, definitiv. Also, ja, wann hatte ich denn mein Coming Out? Bei mir ist es ja, dass ich bisexuell bin, ne? Das habe ich halt nie so groß gemacht in meinem Umfeld. Das war halt für mich einfach klar. Und ja, weiß ich nicht. Da hat, glaube ich, auch keiner sich gewundert, wenn ich dann halt mal irgendwie mit einer Frau mich geküsst habe oder mit einer Frau Händchen gehalten habe. Weil das sowieso bei uns auch viel so war tatsächlich, dass Frauen das generell auch so gemacht haben, also Händchen gehalten haben oder sich halt zur Begrüßung auf den Mund einen Kuss gegeben haben. Ne? Aber das, was dann halt quasi so hinter den Kulissen gelaufen ist und das, was man auch im Herzen dann entwickelt hat, das sind dann eher so die Dinge gewesen, die man natürlich dann nicht so auf der Straße gemacht hat, aber ja. Und das stelle ich mir bei dir, glaube ich, relativ schwer vor. Ich habe dich, glaube ich, nie groß gefragt, wie dein Coming-out so war. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Wahrscheinlich hast du da irgendwo auf deinem Kanal auch ein Video. Das muss ich mir nochmal angucken. Kommen wir zum Finale, die Nummer 10. Die habe ich hier. Und auch das fühlt sich wie eine CD an. Wer ist er denn? Michael Bolton, Spark of Light. Okay, kenne ich nicht. Wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Das ist ja aufregend. Es ist faszinierend, wie dieser Sänger meine gesamte Jugend begleitet hat. Ich erinnere mich daran, dass ich dir sogar eine CD von ihm geschenkt habe, oder? Ich glaube nicht. Ich habe sie auf jeden Fall nie gehört. Diese CD wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Hör mal rein, seine Musik hat mir immer viel bedeutet und mich durch viele Höhen und Tiefen begleitet. Ich bin gespannt darauf, welche Emotionen und Erinnerungen seine neuen Lieder bei dir wecken werden. Es ist erstaunlich, wie Musik uns auf so persönliche Weise berühren kann und uns mit bestimmten Zeiten in unserem Leben verbindet. Also bei mir wäre tatsächlich das so gewesen, wenn ich dir eine CD reingepackt hätte von Sängern, die mich berührt haben, wäre es Avril Lavigne, Avril Lavigne, Pink, Britney Spears, Die Ärzte, Die Toten Hosen gewesen. Also das war so meine Evanescence, definitiv auch. Das ist so meine Musik der Jugend gewesen.
sehr verrückte Kombination, muss ich gestehen. Ja, definitiv. Also muss ich reinhören und ich muss mal schauen, ob ich die andere CD auch noch habe. Wir haben einen CD-Spieler und da werde ich sie reinpacken. Das werde ich gleich auf jeden Fall hören. Mensch, Danny, also das war ein sehr intimes Tauschpaket, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Es ist mir sehr nahe gegangen. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das mit mir geteilt hast. Das ist wahnsinnig cool. Und ich freue mich auch ein bisschen, einen Teil deiner Kindheit bei mir zu Hause haben zu dürfen. Ihr Lieben, ihr dürft super gerne, wenn ihr möchtet, bei Danny vorbeischauen. Das ist ein wundervoller Mensch, ein Herzensmensch, absolut. Ihr findet auf seinem Kanal Content rund ums reale Leben. Und es ist einfach immer wieder schön, ihn dabei begleiten zu dürfen. Und Maxim auch immer mal wieder mit dabei sehen zu dürfen. Ja, ihr Lieben, Mensch, schaut gerne bei ihm vorbei. Ist ein wundervoller Mensch und jetzt werde ich hier ein bisschen Klatschschiff machen und alles an seinen Platz räumen. Und ich bedanke mich dann ganz, ganz herzlich, wie gesagt, nochmal bei Danny für diese coole Möglichkeit und bei euch fürs Zusehen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.